Was geht so, liebe Leute? Willkommen zum wahrscheinlich großen Finale von Let's Play DuckTales Remastered hier bei Crush40Freak89. Ja, wir haben alle Schätze zusammentrommeln können, doch leider ist McMoneysack aufgetaucht und hat die Neffen als Geißel benutzt, nur um an die Schätze rankommen zu wollen. Doch da ist dazwischen doch auch noch Gundel Gaukelei auch noch aufgetaucht und hat sich die Schätze selber gekrallt, weil sie für die Erweckung von Graf Dracula benötigt. Und jetzt will sie damit die Welt erobern. Es gibt doch jetzt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Wir mussten uns mit McMoneysack zusammentun, denn sie hat nämlich die drei Neffen von Dagobert entführt und benutzt sie als Druckmittel, damit Dagobert ihr den Glückszehner übergibt. Eieieiei, also diese Hexe hat's echt, wie schon gesagt, faustdick hinter den Ohren. Diese grauenhafte Schabracke müssen wir jetzt unbedingt aufhalten. Nur wie uns Moneysack jetzt in diesem Level helfen will, das wissen wir bisher noch nicht. Und dieser Level ist auch brandneu, den Vesuv. Den gab's früher auch noch nicht. Weil im Original NES musste man nochmal nach Transsilvanien und dort Graf Dracula besiegen. Und dann musste man noch ein Wettrennen gegen McMoneysack abhalten, um den Schatz wieder, um die ganzen Schätze, die man bisher gesammelt hat, wieder zurückzubekommen. So, sieht gut aus. Jawohl, voll erwischt. Und das gibt natürlich den fetten Schatz. Ich bin gespannt, wie es hier noch so weitergehen wird. Auf jeden Fall, Fledermäuse sind ja wieder angesagt. What the F? Was war das jetzt? Was hat mich da jetzt verletzt? Ach, bin ich schon wieder zu nahe dran gewesen? Hä? Ich glaube, da muss ich springen, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich mich da festhalten soll. Wow, die Kette fällt sogar runter. Aber die lässt wenigstens ein bisschen Kohle da. Komm runter, du Fledermaus. Na? Komm her. Ah, Alter! Der Rand ist wirklich blöd verbuggt, weil wenn man den berührt, dann wird man automatisch verletzt. Das ist echt schön geregelt, ey. Gar nicht gut, wie sie das gemacht haben. Oh, na. Toll, den Schatz da oben kann ich vergessen. Ich muss eben mal auf der Karte gucken. Ja, das fängt schon mal ziemlich gut an hier. Ach, wegen dem Kleingeld werde ich jetzt nicht wieder zurückgehen. Diese blöde Fledermaus, ey, lass mich doch in Ruhe. Scheiße, nicht, dass ich da auch schon Game Over gehe wegen diesen blöden Viechern. Das war auch dumm. Boah, die sind echt fies gestellt. Also dieser Level ist wieder... Oh, Secret. Also dieser Level ist jetzt wieder härter als die bisherigen, die wir hatten. Und das ist gerade mal der Anfangsbereich. Ich möchte nicht wissen, was noch auf uns zukommt. Aber ich glaube, wir müssen hier einfach nur bis zum Ziel kommen. Jawohl, Full Heal, man. Einfach die Fledermaus irgendwie ignorieren, verdammt. Die macht mich wahnsinnig. Boah. Oh, die Stelle ist schwierig. Mann, oh Mann, also hier muss man gezielt timen. McMoneysack, da ist er ja. Und was willst du? Sollen wir den Weg... Er wollte nur, dass wir ihn den Weg frei machen, oder wie? Ja, toll. Ja, lass uns natürlich vorgehen. Da erscheint jetzt schon ein Lava-Monster. Eine ähnliche tricky Stelle wie bei den afrikanischen Minen. Okay. Nein! Verdammt daneben! Ich wusste es ja, irgendwann passiert mir das. Aber ich habe komischerweise drei Leben. Vielleicht habe ich die drei Leben behalten, als ich im Mond noch das One-Up behalten habe von Frieda. Weil ich habe zum Glück mehr als... Wow, der ist ja fies, ey. Na toll, und ich komme jetzt nicht mehr weiter. Shit. Das war's. Ich hänge hier fest. Tja, Absturz in die Lava. Boah, also, jetzt werde ich hier wieder ein Game Over allein oder was? Wo ich noch so skillig durch den Mond gekommen bin? Ja, aber diese Level ist auch um einiges härter, Mann. Die ist aber fies aufgestellt. Hier muss ich halt ein bisschen timen. Ja, was zum Teufel? Warum kommt er nur so kurz raus? Die springen normalerweise viel höher, diese Gegner. Oh toll, jetzt wird es wirklich noch tricky hier. Jetzt gehe ich gleich Game Over. Das ist mein letztes Leben hier. Boah.
Boah. Alter. Oh! Die versinken so schnell. Meine Fresse. Jetzt auch noch Muggel im Dunkeln und auch wieder mit Fledermaus-Action, ne? Ist klar. Dieser Sack. Mac Monisack ist echt ein Sack. Hat das nochmal was? Wie ist er da überhaupt rübergekommen? Und ich muss mich hier durch die Dunkelheit gegen diese Spackos durchkämpfen. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Drecksviecher. Ich hoffe, ich kriege noch ein extra Leben. Was zur Hölle? Das ist mir auch irgendwie nicht gerade. Okay, Mac Monisack will uns jetzt bei der Stelle helfen, hier hochzukommen. Ja. Hä? Okay, so. So geht's. So kann man's auch machen. What the hell? Ja. Hoffentlich kommt da nicht noch so ein Ding. Und wahrscheinlich hier wieder. Oh, wow. Krass. Zum Glück können wir mit dem Pokestock auch den Felsen abwehren. Aha. Wow. Aber die Musik ist auch episch und ja, der Level ist wirklich eine Herausforderung, die sich gewaschen hat. Alle Achtung. Mein Respekt. Und den Fels. Ach komm, wir können auch. Wenn er den Pokestock bitte aktivieren würde, danke. Wir können auch so rüber. Ja, der ist uns hier eigentlich nur eine sehr geringe Hilfe. Wow. Einer von den Felsen hier erwischt worden, also zerquetscht worden. Man muss einfach nur durchspringen mit dem Pokestock. Das ist das ganze Rezept. Und hier das Secret entdecken. Möglicherweise finde ich hier einen weiteren. Nein, kein Herzcontainer. Ich weiß nicht. Ich glaube, man findet nur die Herzcontainer in den normalen Levels. Also in den Levels, die wir vorher noch besucht haben. Dass ich hier schon 2 Leben verloren habe. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie es da funktioniert. Ich hoffe, ich komme nicht wieder noch. Oh nein, 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 nicht die Lorenfahrt. Ich hasse Lorenfahrten. Oh Gott, wenn ich da jetzt nicht wieder gezielt springe, dann stürze ich wieder ab. Da bin ich wieder eine endgültig tote Ente. Wow. Oh nein, jetzt schon wieder so eine Stelle. Dieser Hassi. Ich muss die schwierigen Stellen machen und der kann er ganz, wow, ganz gepflegt durchrushen. Wie komme ich an die Truhen da unten? Oh, ey. So ein bisschen fies. Schnell als Creme und Rubin. Hole. Ach, egal. Nein, ich hätte springen müssen. Ach, scheiße. Das war jetzt etwas zu... Na toll, shit. Was muss ich jetzt machen? Bergbesuch, wir können also nochmal dorthin. Ah, nee. Oh. Das war ja prima gelaufen. Okay. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich dort leichter rüberkomme. Aber ich hoffe, dass ich jetzt das Timing nicht mehr mit der Lorenfahrt verkacken werde. Das kann ja echt nicht wahr sein. Boah, was für ein Level. Hätte nicht gedacht, dass der mich jetzt so fertig machen würde. Ganz toll. Puh. Hätte nicht erwartet, dass es mich jetzt noch so am Ende schlauchen würde. Jetzt ist mein Skill wieder weg gewesen. Drücke den verdammten Pokestock und der Blödmann. Ja, er geht nicht den Pokestock-Modus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe ihn gedrückt, Mann. Ich habe ihn gedrückt. Das ist keine Ausrede. Ich schwör's. Und ich drücke den Sprungknopf, aber das zählt anscheinend nicht hier. Boah, das ist echt assi. Mann. Verschwinde, Fledermaus. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, ey.
Ja, du mit deinem Geldgier. Ah, ich hasse es, das ist so... Dass ich das Timing dafür nicht finde. Ist viel zu tricky, Mann. Aber immerhin... jetzt stimmt ja, ich habe jetzt nur noch 2 Leben. Das ist jetzt die Sache. Ja, es ist ein Schatz. Sehe ich auch. Die Fledermaus ist wirklich fies gesetzt. Und was noch fieser ist, ich drücke den verdammten Bockenstock und der tut nichts. Ja, bla. Halt's Maul. You go first. Danke für die Hilfe. Not. Nein! Jetzt habe ich das Timing wieder verkackt. Gott, schaffe ich das vielleicht hier noch rüber? Yes! Oh! Gut, den Bereich hätte ich durch. Der ist nicht so das große Problem, möchte ich meinen. Mann, der soll endlich das Maul im Hintergrund halten. Der tut eh so gut wie gar nichts. Und ich meine, der will uns eine große Hilfe sein, dass ich nicht lache. Ich meine, eines tut er wenigstens gut. Er hilft uns mit dieser Plattform da oben, ja, hier. Er hilft uns wenigstens hier rauf. Aber das ist auch schon alles, was dieser Lappen vom Dienst macht. So. So, hier sind. Jetzt kommt die Stelle mit den Felsen. Immerhin schaffe ich das jetzt ohne Lebens. Ey, bleib da oben, Mann! Ich wollte gerade sagen. Nein! Was? Der tötet mich ganz! Alter! Ich dachte, der macht nur kurzen Schaden. Shit. Da passt einmal der Sprung nicht und jetzt habe ich wieder ein unnötiges Leben verloren. Das kann ja nicht wahr sein. Boah, krasse Kacke. Ich wusste nicht, dass der gleich einen Instant killt, diese Felsen. Na toll. Jetzt habe ich ein ernsthaftes Problem, Mann. Die Stelle hier ist noch im Rahmen. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder zwischen die Felsen gerate, weil die töten ja einen sofort. Ja, aber wie du uns hilfst, ne? Bist du uns echt eine große Hilfe, MacMoney-Sack. Los darauf, bitte. So, jetzt kommt wieder diese Asi-Stelle mit dem Lorenpfad. Oh Mann. Ich habe jetzt schon Schiss, aber extremen. Puh. Ja, Age before Blue. Oder sagt das jetzt gerade Dagobert? Okay, jetzt kommt wieder der. Rausgeschossen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich an die untere Stelle rankommen soll, aber ich möchte auch jetzt nicht herausfinden. Ich habe jetzt keinen Bock, da drauf zu gehen, deswegen. Nur wegen ein bisschen Kohle. Ja, das Timing ist ja auch hier wirklich kackschwierig. Oh, boah, das war knapp. Aber ich habe es geschafft. Ich habe immer noch ein Leben. Also, vor dem Game Over bin ich vielleicht noch ein einziges Mal geschützt. Ich hoffe, dass ich es bald endlich zum Boss schaffe. Und ich hoffe, dass der nicht auch noch so asi ist wie der in Amazonas oder noch schlimmer. Oh nee, jetzt kommt auch noch so eine Kackstelle. Ich hoffe, auch das noch. Jetzt kommen auch noch Geister in den Weg. Ist die hier auch wieder treiben? So. Oje, 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 oje. Boah. Mein Gott, ist das krank. Aber hier kann ich wenigstens gechillt durch ein paar Schätze sammeln. Es wäre mir aber lieber, ich würde hier Frieda treffen und sie würde mir einen One-Up schenken. Okay. Ja. Ich gehe vor und... Was zur Hölle? Es took you long enough to catch up. What's the matter? Gold bricks in your caboose? Oh, shut your beak. You're not getting any younger yourself, you old windbag. Hush!
Magicka may not know we're here yet. We don't want to lose the element of surprise. So. Damit hat sich's. You have decided to deliver Dime after all. Release my nephews, you evil enchantress. Oh, not until you show me number one Dime. Here it is. Now let the boys... What? It's been great doing business with you, Scroogey. You too. You've been in cahoots from the beginning. No, even before beginning. Do you remember who sold your painting in first place? 'Twas me in disguise, you fool. Why, you... No wonder it was such a bargain. $5 painting for you saved expensive treasure hunting expedition for me. And now, at long last, I am ready to use treasures to complete spells. Sorry, ich bin kurz ins Mikro gekommen. Oh Gott. Enough with the smoke and mirrors routine. You've got my dime. Now release the lads. Oh, boo-hoo. No time for buyer's remorse from old has-been. Better to stick with master plan. Is much more exciting. I now summon Dracula Duck. Oh Gott. Jetzt kommt also der ultimative Final Boss. Dracula Duck. I, Magicka the Spell, have summoned you to do my bidding. You must obey my will and mine alone. And my will is that you destroy this meddling old fool. Der sieht ja aus wie Dagobert. Oh Gott. Oh, voll. Ich glaube, wir müssen die Fledermäuse nutzen, um zu ihm hochzukommen. Das war auch im ersten Teil so. Eieiei, daneben. Na toll, das wird auch wieder nichts. Bisher schickt er nur Fledermäuse auf uns. So, jetzt aber. Was macht er jetzt? Oh, krass. Ich glaube, ich spinne, ey. Oh Mann, das war ein Fehler. Verwandeln ihn auch noch in einen Drachen. Ey! Toll. Jetzt war... Bams! Was kommt jetzt? Schon wieder ein Drachen? Nein, diesmal ein roter Trank. In einen Haufen wieder... what the F? Die ist doch wahnsinnig! Boah, das ist aber extrem schwer auszuweichen hier. Wo jetzt? Ah, da muss man wirklich genau in der Mitte stehen bleiben. Wie oft denn noch, bitte? Hallo, hat das mal ein Ende? Bitte, danke. Mein Gott, so viele Herzen dann für sowas verloren. Also das ist wirklich ein Bosskampf, der sich gewaschen hat. Nein! Scheiße! Komm jetzt rauf auf die Fledermaus und rauf auf ihn, jawohl. Was kommt jetzt wieder? Schon wieder die Fledermaus? Nein, jetzt wieder der Drache. Wie oft kommt denn diese Drachenstelle? Oder generell diese... Boah, das war knapp. Hoffentlich kommen diese Phasen jetzt nicht dreimal, vor allem die mit der Fledermaus hasse ich. Oh Gott. Die nächsten Fledermäuse, Hilfe! Mann, 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 Mann! Das ist echt scheiße! Ich bin gleich down, Mann! Boah, wie sollen wir denn... Jetzt wieder... Oh Gott, ich dachte schon, ich stehe wieder blöd. Wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt? Oh mein Gott! Die nächste... Okay, das war's. Jetzt muss ich nochmal treffen können. Vielleicht ist es jetzt das letzte Mal... Was? Zur Hölle. Jetzt muss ich da ganz rauf. Oh Gott, jetzt brauche ich zwei Fledermäuse. So. Nein. Ach, daneben. Ich habe mich darauf verlassen, dass ich die Fledermaus erwische. Bam. Bam. Und hier. Jetzt wieder der Drache, oder? Was jetzt? Warte. Oh Gott. Was müssen... Nein. Das ist ja krank! Gott. Also der Boss hat's in sich. Stop meddling, a guy like
Boah. Was, schon wieder? Oder kommt es jetzt endgültig diese Phase? Oh mein Gott. Wie soll man denn da so schnell ausweichen? Scheiße. Muss ich ihn auf den Schnabel springen? Ja, so entgehe ich seinen Angriffen ständig. Okay. Verstehe. Oh Gott, ich habe mein letztes Leben und ich habe nur noch 4 Herzen. Nein, die Fledermäuse. Ich hasse sie. Gott, das ist ja echt ein kranker Boss hier. Boah. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Asi-Boss wird. Bitte hör auf. Nee. Was? Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so schwierig wird. Jetzt kommt wieder das. Ich muss auf seinen Schnabel raufkommen. Naja, ich habe zwar Schaden genommen, aber eben bin ich auf seinen Schnabel drauf. Der kann mir also jetzt gar nichts. So, und jetzt kriegst du wieder einen auf die Birne. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich gehe da wieder Game Over. Ich möchte drauf wetten. Ja, der Drache. Muss man sich nur kurz ein Stückchen weiter bewegen, um dem Feuer entgehen zu können. Oh, das war knapp. So, jetzt wieder doppelte Fledermäuse und bam. Okay, wieder der Riesen. Okay, da kann man auch ausweichen. Ah, wenn ich mich dabei bewege, geht das auch nichts. Oh, Mann. Ja, ich bin um. Was? Alter, ich hab doch. Was? Das gibt's doch wohl nicht. Ich hab doch. Mit dem Pogo-Sprung bin ich doch da auf den Schnabel gekommen. Wieso hat das nicht gezählt? Wieso hat das jetzt das Treffer? Scheiße, nein. Schon wieder von vorne. Wir sehen uns. Bis gleich. Na gut, ich bin noch mal beim Boss. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt. So, hier kriegst du... Was macht jetzt wieder? Drache, Fledermäuse. Oh, Riesengraf. Oh, das ist auch schwierig. Da muss man echt extremst timen. Boah. Mann, man darf sich da nicht mehr bewegen. Jetzt verschwinde endlich mal. Danke. Also dieser Graf Dracula Boss, der ist wirklich viel härter als beim letzten Mal. Man muss ja einfach nur auf seine Fledermaus drauf. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt so ein Asi-Phasen dazwischen. Also da haben die Entwickler geraucht bei sowas, weil... Boah. Das ist ja krank. Boah, das war knapp. So, hier. Bams. Ja, wie kann ich's wagen, ne? Wie kannst du es wagen, diese scheiß Asi-Fledermaus-Phase zu machen? Komm, 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 das schaffst du. Ja, boah, ja, so schnell kann ich schalten, ne? Ja, jetzt blasen sie sich Zeit. Was kommt jetzt schon wieder? Boah, gut. Hängt ihn immer davon ab, wenn sie dreimal oder viermal machen. Ich hoffe, dass sie bei der nächsten Phase jetzt nur noch dreimal machen. So. Ja, 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 ja. Okay, wenn man da genügend timet, kriegt man das auch irgendwie hin. Ah, scheiße. Ja, bleibst du mal stehen, du. Boah. Endlich. So. Wieder die doppelten Fledermäuse. Bams. Hätte ich 8 Herzen, dann hätte ich es etwas leichter. So, der Drachen, der ist noch, dem ist noch leicht auszuweichen. Auf Bossen. Möglichst kleine Schritt. Nein! Gehen! Die Flamme war jetzt echt gemein gesetzt. So. Und hier hast du. Ja, ja. Bla bla bla, halt's Maul, du blöde Hexe, und mach deinen Zauber.
Oh. Boah, das war knapp. Okay. Wie viel wieder? 3 oder 4? Oh mein Gott, nein. Ich bin wieder zu weit gegangen. Das ist so gemein, diese Stelle. Oh mein Gott. Wie wäre es, wenn du in der Mitte bleiben könntest, ne? Wäre ganz praktisch. Oh. Die vierte Phase, komm jetzt. Nee, okay, das war's. So, jetzt wieder. Vielleicht haben wir ihn jetzt dann endlich mal down. Wir haben ihn down. Wir haben ihn down. Yes. Aber ich glaube, da kommt noch was. Yes. Zerfalle zu Staub, du widerlicher Blutsauger. Oh, boys. I'm so glad you're all right. We knew you'd save us, Uncle Scrooge. We sure did. Down that hall, lads. Launch pad will be waiting to take you to safety. What about you, Uncle Scrooge? Yeah, the whole place is falling apart. Magicka and Glumgold still have my number one dime, and I'm not leaving without it. You boys get going. Good luck, Uncle Scrooge. Yeah. Now, give me dime. Not till you give me those treasures. I want to be filthy, stinking rich. You already are filthy, stinking rich. But not as rich as that Chiseler McDuck. Where's the treasure? Oh, God. No more horseplay. I need that dime. Oh, no, you don't, Missy. Ah, let go, you fool. Not till I get that treasure. Okay, jetzt kommt das Rennen gegen Gunnel. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Jetzt muss ich schneller sein als diese beiden. Scheiße! Komm, setz den Pokéstock ein! Das schaffe ich wieder nicht. Scheiße, ich glaube, ich verliere hier. Jetzt kommt dieses Rennen, was ich aus den... Ah, wie soll ich darauf kommen, Mann? Scheiße, ich habe... Ja, wie komme ich darauf? Vielleicht verliere ich nur ein Leben und kann dann nochmal anfangen. Weil ich schaff das nicht. Toll. Number one dime is mine. Ja, ich wusste es. Aber ich hoffe, ich fange jetzt nochmal hier an. Okay. Jetzt komm rauf da, Mann. Ich war schon drauf, Mann. Ich bin so blöd. Okay, jetzt aber. Komm, komm, komm. Komm, jetzt. Boah, das ist so blöd verpackt, verdammt. Nein! Gott, nein, ich will ja nicht schon wieder Game Over gehen. Jetzt geh da endlich rauf, du Vollidiot. Mann, kann ich da nicht neu starten? Das wäre so episch. Nein. Ich stelle mich hier blöd an. Diese Hindernisse sind so blöd gesetzt. Number one dime is mine. Ich krieg einen Hals! Sorry, dass ich so aggro bin, aber ich hab das doch beinahe geschafft. Nicht, dass ich den Kack schon wieder machen muss, Mann. Ich hab das satt. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass ich den ganzen Kack wieder von vorne machen muss. Der Boss, der ist so scheiße. Der ist so hassig schwer. Der Level an sich ist schon scheiße schwer und jetzt... Dieses blöde Rennen, das war wirklich noch einfacher. Ich musste einfach nur hinaufklettern. Also, wenn schon Neuerung, dann dürfen sie es auch nicht so viel schwieriger machen, als es eh schon war. Ich muss das Rennen offscreen machen, weil ich kann das nicht. Ich kann das nicht euch nicht antun, die ganze Zeit über zu fehlen. Hier habt ihr jetzt jedenfalls den Boss gesehen. Wenn ich es schaffe, dann sehen wir uns wieder, okay? Bis gleich. Es sah wieder ganz knapp aus, aber... Ich hab's geschafft! Try, Magicka, but I'll be taking my dime with me back to Duckburg. Have a lovely time together. Ja, oh nein, jetzt auch noch sowas. Ist klar. Mann. Jetzt müssen wir auch noch der Lava entkommen. Halt dich bloß fest, Mann. Oh Gott. Oh man, jetzt kommt auch noch so eine Phase, oh man, aber das kann ja vielleicht noch im Rahmen sein, das könnte ich noch schaffen. Mach den Pokéstock, du Idiot! Mann, die wird immer schneller, die Lava, oh Gott. Aber ich scheine es geschafft zu haben.
Gott sei Dank. Wir haben es geschafft, Leute. Das war DuckTales Remastered. Wir haben das Spiel durch anscheinend. Return safe and sound. But Uncle Scrooge, well, what about the treasure? Yeah, we had it and we lost it. Sorry, Uncle Scrooge. Come on now, boys. We may not have got to keep the treasure, but we had the adventure of a lifetime. And best of all, we got to share it together. You, Webbergail, Launchpad. And Duckworth, too. Don't forget about Mrs. Beakley. And Bubba. And Benton. And Gyro. They helped us, too. Indeed they did, lads. Now, come on. Let's head for home. Hmm. Let go of me, you doddering old deadweight. Oh, pipe down, you mangy bird. Tja. Am Ende streiten sie sich doch noch, obwohl sie zusammengearbeitet haben. Tja. Aber beim NES-Ende, da hat er den Schatz noch behalten. In der Haus- und Tagespark. Moni sagt gefasst. Dagobert Duck, der reichste Ende der Welt. Haha, das hat er davon, der Idiot. Hi. I'll put it on your bill, Flinty. You can pay me back in, oh, say 3 to 5 years. With interest, of course. I'll get you for this, McDuck. Mark my words. Ja, ja. Tschüss, du Lappen. Ah, there's a sight I never get tired of. Come on, lads. Let's head to the ice cream shop. Hey, can we each get our own cone this time, Uncle Scrooge? Oh, why not? I'm in a generous mood today. In fact, each of you can even get a cone with ice cream in it. Oh ja, wir haben es geschafft. Und hier kriegen wir nochmal den Song zu hören. Hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll, doch sie sind super toll. DuckTales, wuhu! Neue Stories Tag für Tag. DuckTales, wuhu! Keinen gibt's, der sie nicht mag. Die DuckTales. Vorsicht! Was? Achso, anscheinend ist es jetzt ein anderer Song, also die volle Version. Die kenne ich ja leider nicht, weil ich hatte nie so eine CD oder was auch immer. Aber am besten werde ich auch da ein bisschen dazwischen reden, weil möglicherweise gibt es da ein Copyright darauf und ja. Ich will natürlich nichts riskieren, weil wenn man selber singt, dann gilt das natürlich nicht, ist klar. Aber jetzt kann ich mein Gesamtfazit abgeben. Also, die Levels, es ist zwar wirklich ein kurzes Spiel gewesen, aber boah. Die Levels hatten es wirklich in sich. Haben sie geil neu aufgesetzt. Hübschere Grafik. Und natürlich bei den neuen Zwischensequenzen, die dabei waren. Absolut geiler Disney-Humor auf die Serie aufgesetzt. Und ja, das bringt einem wirklich die Kindheit wirklich zurück, die man damals noch hatte. Oder Neueinsteiger können erstmal sehen, was Disney damals noch geleistet hat. Einfach geil nur gemacht. Ich hab das Spiel wirklich genossen. Auch wenn am Ende, ja, ich war aggro dazwischen, es war auch wirklich frustig teilweise, weil wenn man Game Over geht, muss man den ganzen Level nochmal von vorn machen. Aber immerhin hat man dann einen gewissen Skill angeeignet und dann schafft man den Level auch. Der letzte Abschnitt war jetzt halt härter gemacht, weil da war früher beim NES Original lame. Also beim NES und Game Boy Original, ich vergesse immer wieder den Game Boy Original hinzuzufügen, obwohl ich ja auch nur das Game Boy Original gespielt habe. Aber ich muss sagen, es war geil. Ich hatte Spaß. Danke an Capcom und an Disney für diesen geilen Spiel zu einer klassischen, guten, alten Serie, die wir da als noch, die damals noch unsere Kindheit mitgeprägt hat. Vielen, vielen Dank. Und ich sage auch danke fürs Gucken dieses Let's Plays. Ich gebe diesem Spiel wirklich eine Spielspaßwertung von über 80% mindestens. Weil, deshalb auch nur 80%, weil, ja, es war wirklich frustig teilweise und schwierig. Wenn ihr das selber spielt, dann werdet ihr es auf jeden Fall wissen.
Aber ich würde es euch jedenfalls empfehlen zu kaufen, auf Steam-Account für 14 Euro, glaube ich, und für eShop, über den Wii U eShop für 15 Euro. Es gibt aber auch für PlayStation 3 schon das Spiel im PlayStation Store. Aber wie viel es genau kostet, weiß ich nicht, weil ich habe die PlayStation 3 oder PlayStation 3 nicht. Aber könnte es sein, dass es auch für die Vita zu kaufen gibt, keine Ahnung. Und Xbox-Fanatiker werden leider ein bisschen enttäuscht sein, weil das Spiel kommt eigentlich auch für die Xbox 360, aber leider erst im September. Und das ist tatsächlich der... Wahrscheinlich, weil das der genialste Soundtrack war. Hier ist nochmal der Mond-Soundtrack, hört es. Ja, ich glaube, das war er. Oder haben sie jetzt alle zusammengemischt? Ich glaube, das hört sich so an, als hätten sie da jetzt alles zusammengemischt. Naja, aber sei es drum. Wie schon gesagt, es war episch, das Spiel. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, ich habe es genossen. Ich hatte meinen Spaß und ja. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß bei diesem Let's Play. Ich bedanke mich wirklich herzlich fürs Gucken, die wenigen Zuschauer unter euch, die dabei waren. Und gesehen haben, wie damals meine gute alte Kindheit ausgesehen hat. DuckTales ist schon wirklich eine geile Serie gewesen. Ich hatte da auch wirklich viel zum Lachen dabei. Und ja, heute, ich bin auch wirklich begeistert, dass sie tatsächlich nach so vielen Jahren immer noch die ganzen original-englischen Sprecher, aber wirklich komplett original-englischen Sprecher hergeholt haben, weil die sind eigentlich schon... Weil das ist ja schon die Serie, glaube ich, über 20 Jahre her. Und ja, da müssen die Sprecher schon ziemlich alt gewesen sein. Puh. Und trotzdem klingt es immer noch wie damals. Wie damals weiß ich nicht, wie es geklungen hat. Aber ich glaube, ich habe mal ein oder zwei englische Filme gesehen. Abschnitte gesehen, wo ich sie reden hörte. Und natürlich haben sie genau gleich geklungen. Also ich muss sagen, super umgesetzt. Und was ich natürlich auch noch vergessen habe mitzuteilen, weil in Englischen heißt der Dagobert Scrooge. Und das ist eine Anlehnung auf Ebenezer Scrooge von der Weihnachtsgeschichte, aber wirklich eine passende, weil Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte war auch ein alter Geizhals, bevor er von Jacob Marley, den ehemaligen Geizhals, welcher nun zur Strafe Ketten haben, mit Ketten umgebunden werden musste als Geist und die Ebenezer Scrooge jener Weihnachtsnacht heimgesucht hat, also an der Nacht vom Heiligabend und ihn gewarnt hat, dass drei Geister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auftauchen und ihn natürlich nochmal lehren, was es heißt, Weihnachten und die Menschen um sich zu achten, weil, naja, er war... er ist ein alter Geizhals gewesen, habe ich ja schon gesagt. Und natürlich hat er Weihnachten immer nur als Humbug betrachtet. Und das Beste, es kam sogar ein Film raus von Disney, wo auch der gute Dagobert als Ebenezer Scrooge, die Rolle von Ebenezer Scrooge bekam. Mickey als sein Angestellter, wie hieß er gleich nochmal? Cratchit. Und Donald natürlich als der Neffe Fred und so weiter und so fort. Also, das war schon wirklich geil. Und Goofy als Jacob Marley. Scrooge. Ah, ja. Das war so episch. Der Film war wirklich schon toll. Dieser Kurzfilm, den sie rausgebracht haben. Sie haben ja generell schon so viel rausgebracht, aber heutzutage hat Disney leider... nicht mehr so gute Sachen, wie es früher mal war. Denke einmal an solche Sachen wie Mickey Mouse Wunderhaus. Bläh. Solche 3D-Sachen. Ich meine, 3D-Filme für solche 3D-Filme bringen es natürlich auch jetzt gut raus, weil das Mickey Mouse Wunderhaus ist jetzt nur für diese Kleinkinderserien, weil die etwas für etwas älteren jungen Kinder oder auch die ganze Familie halt. Da kommt nichts mehr anscheinend, aber vielleicht nimmt sich Disney noch ein Herz und bringt etwas Gescheites raus, außer den Spielen, wie zum Beispiel eine neue DuckTales-Serie oder was auch immer. Würde ich mich freuen. Und sie haben auch gesagt, also die Hersteller von dem Spiel, ich glaube, Capcom und Disney haben ja mitgeteilt, dass sie noch andere solche Disney-Spiele remaken werden.
Ich glaube, da kam noch, da gab es sogar noch einen Darkwing Duck auf NES oder so. Ich habe aber sowas nie gespielt. Ich weiß nicht, ob sowas mal rauskam. Aber wenn es so ein Remake geben wird, werde ich es mir auf jeden Fall holen und auch Let's Playen. Tja, liebe Leute, bis dahin schauen wir erstmal nochmal in den Geldspeicher vorbei und nehmen noch ein letztes kleines Geldbad. Oh, die Schätze sind wieder weg? Das bedeutet nur eins. Wir können die ganzen Levels nochmal spielen. Aber vielleicht mit dem Spielstand, den wir vorher schon hatten, oder? Gucken wir uns das mal schnell an. Und wie sieht's aus? Ja, gar tatsächlich. Wir können sogar den Geldspeicher noch spielen. Wir können alle Levels, die bisher vorgekommen sind, weil die, auch die exklusiven Levels Geldspeicher und Berg Vesuv, können wir noch einmal spielen. Wie viel Reichtum haben wir insgesamt? Das können wir gar nicht sehen. Naja, wir können nochmal das Spiel verlassen, weil es gab noch etwas, eine Kleinigkeit, was ich euch vielleicht noch zeigen möchte. Ja, hier, die Galerie. Da können wir nämlich was freikaufen. Da können wir nämlich die ganzen Charaktere kaufen nochmal. Das kostet aber schon einiges hier. 500.000. Nicht schlecht. Und da sehen wir es dann schon, was wir hier bekommen. Das war, das ist der gute alte Graf Dracula. Der sieht wirklich aus wie Dagobert Duck hin. Graf Dracula Design. Und hier natürlich das Original auf dem NES und auf dem Gameboy natürlich in Schwarz-Weiß. Seine Originalform. Wie damals. Als wir ihn zuletzt noch bekämpft haben. Da wusste aber noch niemand genau, dass es Graf Dracula war. Und hier zum Beispiel Dagobert Duck. Vom Original NES. Und hier natürlich seine Moves im aktuellen Spielverlauf. Und der gute Quack, der Bruchpilot. Von den, ja, seine ganzen Animationen. Und ja, hier seht ihr es auch vom NES-Original, also vom Originalspiel, sein Sprite. Die Panzerknacker kam natürlich auch vor, aber auch nur so selten in den Levels. Also sie hatten keine wirkliche, ja, Story. Hier natürlich die ganzen Panzerknacker, der Standard-Panzerknacker, der Burger, der Kuno, der Schlabber und der Karlchen, der Anführer. Mich wundert es nur, dass sie Oma Knack nicht mit eingeführt haben bei DuckTales, weil die war auch Bestandteil der Serie. Natürlich auch der gute McMoney-Sack. Der war auch, gegen den musste man auch ein Rennen abhalten, damit wir die Schätze wieder bekommen, weil im NES-Original bekamen wir die Schätze ja wieder zurück, weil die wurden ja nämlich dann gestohlen. Und wir mussten dafür nach Transsilvanien Graf Dracula besiegen und uns dann die, und dann mit einem Wettrennen einfach mal raufklettern ganz schnell und uns die Schätze nochmal holen. Puh, aber hier war das echt hardcore, das Rennen um den Glückszinn. Und da müssen wir noch zusätzlich von der Lava entkommen. Boah. Alter Schwede, da kann ich nur sagen, Respekt. Aber wirklich Respekt. Da haben die Entwickler ganz schön was rausgebracht. Konzeptgrafiken und alle Skizzen, Bleistiftzeichnungen, Hintergrundbilder, die Musik, können wir alles erst frei. TV-Illustration, das zeige ich lieber nicht. Das zeige ich lieber nicht. Ist wahrscheinlich Copyright. Aber wir können noch viel mehr freikaufen, weil wir können die ganzen Levels ja noch einmal betreten und den ganzen Schatz abkassieren und damit auch wieder alles freispielen. Euch steht die Möglichkeit noch offen. Bis dahin habt ihr das alles jetzt gesehen. Und ich würde jetzt lieber sagen, danke fürs Gucken, fürs Let's Plays, wie schon gesagt. Über den 80er-Bereich mindestens, weil es gab natürlich einiges zu kritisieren. Vor allem keine deutsche Sprachausgabe. Das schafft Disney anscheinend, Disney Interactive schafft das anscheinend nicht mehr. Aber naja, was soll's. Wir werden sehen, ob das vielleicht wieder beim nächsten Disney-Game anders sein wird. Weil Capcom hat ja eigentlich die kompletten Rechte von diesem Spiel übernommen, weil die sind eigentlich die Publisher. Aber sagen wir es mal so, sie haben wirklich ein grandioses Remake gemacht, wie schon gesagt. Und ich hatte Spaß. Spielspaßwertung mindestens über den 80er-Bereich. Und ihr könnt eure Meinung zu diesem Spiel in den Kommis geben und holt es euch, solange es noch im Vor... Solange es noch zu haben ist, auch was rede ich da. Über den Download könnt ihr es die ganze Zeit, über den Download gibt es ein Leben lang, das Spiel zu bekommen. Also holt es euch. Ich würde es euch empfehlen, das Spiel zu kaufen. Und wir sehen uns beim nächsten großen Let's Play. Bis dahin, danke fürs Gucken.
Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Eure Meinung und seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Vodifreak89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.